Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei XCOM Enemy Within. In der letzten Folge haben wir mal wieder eine Exalt-Mission angefangen, haben hier den Sender gesichert, haben schon einiges an Exalt-Truppen ausgeschaltet und jetzt warten wir, dass sie ankommen. Die meisten kommen hier von links, zumindest sind da die meisten gelandet. Ein paar scheinen von da vorne zu kommen. Oh Mann, das war... Mit der Schrotflinte auf die Entfernung brauchst du gar nicht anfangen, Rumpel. Das hilft dir nicht. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Kriegen wir hin. Ah, jetzt kommen sie auch von oben. Verdammt! Das ist keine Bedrohung mehr. Ja, und Annette hat mal wieder daneben geschossen. Frau, was kannst du eigentlich? Wie wäre es, Penny? Du hast nicht den Gefechtsscanner. Das ist eigentlich schade. Du hast den aber. Dann schicken wir dich mal hier hin. Versuch's mal da hochzuwerfen, das wäre voll awesome. Wundervoll. So, die sind aber demnach alle scheinbar auf dem Dach. Ich meine, okay, macht auch mehr Sinn, dass die nicht im zweiten Stockwerk landen können, aber... Gut. Dann bleibst du mal da stehen und lädst nach. Gehst mir vielleicht nicht unbedingt immer mit deinem Französisch auf den Sack. Warum kannst du da eigentlich nicht drüber springen? Mensch. Menschenskinners Rumpel. Ich mach mich los. So, du gehst dahin. Panty bleibt da an der Tür. Unser Sniper hat hier eigentlich auch einen relativ guten Überblick. Weil alles, was von hier kommt, die Tür hat sie im Blick. Was von hier kommt, und hier hat sie ja auch noch Fenster. Beziehungsweise mittlerweile keine Fenster mehr, aber... Bei doch Fenster, aber ohne Scheiben. Drücken wir es so aus. So, dann würde ich gerne... Ach, wobei, können eigentlich mit allen gerade mal so bleiben. Du gehst vielleicht noch einen Schritt raus. Damit du auch nach hier hinten einen besseren Überblick hast. Ich halte Ausschau nach ihnen. Und dann heißt es weiter warten. Es sind ja eh nicht mehr so viele Truppen von denen. Immer wachsam, Commander. Scanne. Und ja. Die wollen scheinbar nicht. Okay. Habe ich hier draußen irgendwie eine Möglichkeit aufs Dach zu kommen? Da nicht. Da ist die komplette Wand eh weg. Eventuell hier vorne. Nein, auch nicht. Das heißt, ich müsste da mit der Geistrüstung hoch. Das möchte ich nicht. Gehst du mal bitte dahin, gucken, ob die da, du da was siehst. Ja, siehst du sogar. Nur drei Stück auf einmal. Da werden die, wird dir deine Schrotflinte definitiv nicht nutzen.
Schätze, das bin ich Ihnen schuldig. Wer ein Anfang? Das sind keine Außerirdischen. Das hat mir jetzt genau gezeigt, ob der getroffen hat oder nicht. Er hat scheinbar getroffen. 87% oder 100%, ja, aber der flankiert mich halt, ne? Deshalb müsste der mal weg. Shang rückt davor. Ach, der kann eigentlich sogar mal da hinten hinsprinten. So. Müsste ihn doch von hier fast schon sehen können, oder? Nee, leider nicht. Dann gehst du mal dahin. Ich halte die Augen offen. So, du guckst mal. 89%. Komm, gib dem mal. Ach, dem. Ja. Der hat auch das, er bei einem gegnerischen Angriff auch einen Reflexschuss auslöst und nicht nur bei gegnerischer Bewegung. Getroffen, sehr gut. Der lebt aber noch. Bist du damit auch 100%? So. Und töte den mal damit gerade. Dann habe ich die Munition so gesehen nicht verschwendet aus der Plasmawaffe. Auch wenn er ihn flankiert hat, aber er wird ihn jetzt nicht töten. Davon gehe ich aus. So, von da kommt noch einer. Oh. Peter macht noch mehr vom Haus kaputt. Das ist gut. Ich werde flankiert. Na gut, lauf du mal. Dass die alle laufen, anstatt dass die mal schießen. Ja, selbst der läuft. Geht auf Feldposten. Holy crap. Warum darf ich denn ein Alien abknallen? Nicht Alien, Exalt. 70%. Ja, ist schon mal ein Anfang. Hauen wir erstmal den weg. Ziel erledigt. 100% 80 Crit würde ihn auch töten. Ich will ihn aber nicht töten. Sehr gut. Sehr schön. Das war für meine Freunde. Für meine gute Freunde. Ach nee, das war eine Uso-Werbung. Entschuldigung. So. Dann kannst du Feldposten machen. Shang. Du fängst den Feldposten mal ab. Ach, da ist sogar noch einer mit Feldposten, okay. Ich bin in Ordnung. Ich würde mir mal die Augen untersuchen lassen. 100% bis zu 10 Schaden. Wieso wird dann trotzdem nur 8 angezeigt? Verstehe ich nicht. Oder nur 6 macht, okay. Das verstehe ich nicht, aber gut. So, Penny deckt weiter.
Peter geht mal langsam ein bisschen vor. Kannst mal gucken. 68, 65. Auf die Entfernung 65% Trefferchance. Das ist, schafft auch nicht jeder. Na, schade. So. Boinder. 90% Treffer. Dann triff den doch mal. Ja, du machst einen Feuerschutz. Ja, ja. Und zerschießt mir die Deckung. Das ist unfreundlich. So, doppelte Portion triggert. Sehr schön. Ach komm. 10% Chance. So, der heilt sich jetzt wieder. Und aus nächster Nähe, natürlich. Das ist unfreundlich. Wow. Das war gekonnt. Okay, die Scharfschützen von denen haben auch die Fähigkeit von wegen, ich kann mich noch bewegen, aber ist der doof. Feiner Motto, sie können sich noch bewegen, aber sie sind zu doof, irgendwas zu tun. Ne, können sich bewegen und danach noch schießen. Das kann man ja als Scharfschütze nicht, das ist ja hier die Ausbildung. Schnellschuss. So, Peter. Ich mach mich los. Komm, den solltest du doch treffen. Dankeschön. Ist keine Bedrohung mehr. Und dann kann Shang den mal töten. Ausgezeichnete Arbeit da draußen, Commander. Die Exalt-Kräfte in dem Gebiet sind ausgeschaltet und der Sender ist sicher. Ja, ausgezeichnet, wie er schon sagte. Ja, Panty könnte leicht verletzt sein für ein, zwei Tage, aber ich glaube sogar noch nicht mal. Boindal wird verletzt sein, weil er ja keine Rüstung tragen kann. Leider. Das war ein bisschen doof. Aber wer mit 90% daneben schießt... Wieder eine beeindruckende Leistung unserer Truppen. Okay, es ist keiner verletzt. Das ist sehr gut. So, Wiederbelebung oder halt Deckungsfeuer. Da sie mit Deckungsfeuer keinen Schaden machen, bin ich immer für die Wiederbelebung zu haben. So. Ah doch, ja. Boindal ist leider. Der Exol-Stützpunkt liegt nicht in Frankreich. Ja. Annette ist überzeugt, dass Exalt-Kräfte während der letzten Monate ihre Gefangenschaft die Aliens angegriffen haben, um sie wieder in ihre eigene Gefangenschaft zu bringen. Wenn das stimmt, ist Exalt noch dreister und gefährlicher, als wir befürchtet hatten. Keine Ahnung, war nicht Exalt eigentlich für die Aliens, also pro Alien? So, wir müssen nach Australien und Russland die nächsten Satelliten schicken. Müssen aber noch warten, bis die endlich da sind. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie in Frankreich und Deutschland die Panik noch gesenkt kriegen. So, verdeckte Operation. Da muss es ja in Großbritannien sein. Weil hier kann der überall nicht sein. Nicht in Afrika, nicht in Asien. Wir nicht haben in nicht die Ressourcen, um uns blind in eine Verfolgungsjagd zu stürzen. Ja, ja, ja. Nicht in Deutschland, nicht in Frankreich. So. Liegt östlich des Atlantiks, das heißt, muss in Europa liegen. Und in Civilization 5, ja gut, ich habe Civilization 5, da hatte Boinder mir, glaube ich, mal eine Liste geschickt. Und ich meine, Großbritannien ist auch spielbar und Russland gehört ja so gesehen auch größtenteils zu Asien. Das heißt, es muss in Großbritannien sein. Ich frage mich, ob sich das gelohnt hat. Für die Aliens, meine ich. Aufklärungsscan abgeschlossen. Position der Exalt-Zellen bestätigt. So, das hat eine Exalt-Zelle und das hat eine Exalt-Zelle. Weil das hier heißt doch, dass hier keine Exalt-Zelle sein kann. Eigentlich. So, dann schicken wir mal, ja, machen wir mal in Russland.
da... Nein, 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 nicht die Honeyball, sondern bitte... Penny. Der richtigen Bewaffnung. Genmodifikation können wir vorher nochmal durchziehen. Negativ. Wir haben den Kontakt schon vor Stunden als irrelevant eingestuft. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. So. Einmal das. Ach so, ja. Nee. Okay, dann machen wir das vielleicht, wenn sie wieder da ist. Bewaffnung kurz gucken. Du hast ein Scope dabei, ja. Kannst mal behalten. Verdeckte Einsatzkraft in Position. Um Exor-Zelle zu sprengen in Russland. Ach ja, wer liebt nicht automatische Ansagen? Ich liebe sie nicht. Meistens kommen die nämlich in Bussen und Bahnen und sowas. Das ist immer ein bisschen doof. Ergebnisse anzeigen. Keine Gabe. Schade. Es bleiben gar nicht mehr so viele unserer Soldaten, glaube ich. Wir können noch Rumpel, wir können Punchy. Und es hieß ja, dass Annette sehr latente Kräfte hätte. Na, ich schicke jetzt erstmal Punchy los. Dann soll der mal überprüft werden. Und dann warten wir jetzt auf die Satelliten. Kontakt entdeckt. Oder wir starten einen Abfangjäger. Und ab dafür. So, mal gucken, ob das Raumschiff was kann. Der Nahkampf würde ich das nicht nennen. Kriegt aber gut auf den Sack von dem Schiff, ey. Na gut, schicken wir unseren Skyranger. So. Titanrüstung, Plasmagewehr, Laserpistole, Medikit. So, Durant ist richtig ausgerüstet, Harris ist ausgerüstet. Ja, dann starten wir den Einsatz. Und fliegen mal wieder nach Amerika. Die Aliens ist aber auch immer in Amerika versuchen. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Okay, Entschuldigung, Kanada. Das Alienschiff ist trotzdem Nordamerika. Und abgestürzt. Die Absturzstelle liegt in einem ländlichen Gebiet ohne größere menschliche Siedlungen. Wir müssen das Schiff sichern und Überlebende ausschalten. Da musste ich gerade gehen, Entschuldigung. Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Das heißt, da irgendwo wird wahrscheinlich das Raumschiff liegen. Weil da ist schon wieder Grenze und hier ist wahrscheinlich auch nicht weit bis zur Grenze. Naja, dann wird es da irgendwo halt sein. So, gucken wir doch mal. Wir haben unsere Aaron Harris wieder dabei, die ja Truppsicht hat. Das heißt, wir setzen sie einfach mal gerade mal hier hin. Und können theoretisch sogar auf Flug umschalten für einen Höhenvorteil. Werde ich mir nachher überlegen, das zu tun. So, dann Annette. Gebt mir lieber Deckung. Meine Güte, was ist denn heute los? Peter, du kommst mal. Es sind ja noch keine Aliens in Sicht. Das heißt, es müssen nicht alle einen Feldposten haben. Ein Großteil wäre schön, aber eben nicht alle. In Bewegung. So, Shang. Wie immer. Mitten rein.
Hannibal. Du hast eine doofe Bewegungsreichweite gerade. Bleibst aber auch mal lieber ein bisschen hinten. Und Rumpel. Der Gute. Schaltet aber gerade bitte nochmal kurz auf Pistole. So. Ich werde auch jetzt, okay, ich habe einen Meldcontainer schon mal gefunden. Gut zu wissen. Mit ihr noch nicht auf Feld, noch nicht in den Flugmodus umschalten. Das mache ich erst, sobald wir Gegner in Sicht haben. Dann warten wir jetzt noch den gegnerischen Zug ab. Ich habe mal wieder am Anfang der Mission nicht gespeichert. Da ich aber jetzt die Folge beenden werde, speichere ich jetzt. Und wir sehen uns entweder nachher bei Mass Effect oder morgen wieder bei XCOM Enemy Within. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, Freunde. Ciao.